Herzlich willkommen zum Viehschei 2023 in Wertach. Herzlich willkommen im Wertacher Viehschei 2023! Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen auch von uns hier auf dem Wertacher Viehscheid im Zelt. Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr wieder spielen dürfen. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt auf dem Wertacher Viehscheid. Viel Spaß! Thank you.
Herzruppi, der Altmeister. Genau. Der Jonas Gehring, schön, dass ihr da seid und ihr kriegt Schäle vom Ralf Arnold, Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband. Als zweiter ist auf der, am Scheiplatz eingetroffen die Alpesorg 1 mit dem Hirte Hans Jörg
und mit dem ersten Altmeister Roland Graf. Und übergeben tut es auch ganz Bekannter in der Region, nämlich der Alfred und Andrea Endres, viel besser bekannt als Rosenwirt von Mittelberg. Bitte kommen wir drauf. Die dritte Alpe, Alpe untere Reuterwanne mit dem Hirten Johannes Fickler und mit dem ersten Altmeister Max Wittwer. Überreicht wird die Schelle vom Ingenieurbüro PBU, das gehört der Familie Seeler, und heute überreicht sie der Herr Lehner, Mitarbeiter von PBU. Die nächste, das ist die Alpe Sorg 2. Alpe Sorg 2 mit dem Hirten Ernst Schmöger und mit dem Altmeister Josef Angerer. Übergeben. Und da kommt der Kleuhirt für der Sorg, der Hannes, gell? Darfst du heute die Schelle in Empfang nehmen? Das ist ja wunderbar. Das freut mich. Da schaut mal, das sind doch noch gierige Kleuhirten, die den ganzen Sommer im Berg mitschaffen. Super gut. Grüßemäßig hat auch der Altmeister schon geschlupft, gell? Ja, und an Schellenspender haben wir natürlich auch, nämlich die Firma Max Wild GmbH, überreicht wird sie von Christian. Und Firma Wild, also wer Allgäu und Wertach-Kenner ist, weiß, dass die Firma Wild voriges Jahr schon übergeben hat. Denen hat so sakre Speis am Scheit gefallen, dass sie gesagt haben, sie kommen gleich wieder. Wunderbar. Die fünfte Alpe ist unsere im Familienbesitz befindliche Alpe, nämlich Alpe Vordere Kölle oder Willersberg. Und da weiß ich jetzt nicht, wer aufkommt. Karin, Albrecht und Peter Enderle, wer der Hirt, wer der Altmeister ist, also der wird zu mir kommen, bis ihr Peter und Karin kommen. Ihr? Ihr kriegt die Schelle. Ihr kriegt die Schelle von der Firma Norbert Schütz GmbH und Co. KG. Und überreicht wird sie vom Alex Storer. Hat. Da waren jetzt ganz viele Männer oben und die sind alle ganz wichtig. Aber was wären die Alpen, wenn nicht die guten Seelen auf den Alpen mit dabei wären? Weil jeder von den Hirten hat nämlich eine ganz tolle Frau mit dabei, die sich den ganzen Sommer darum bemüht, dass es dem Vieh gut geht, dass es dem Hirten gut geht, der Bauern und vor allem auch der Gäste. Und jetzt darf ich deshalb alle Hirtinnen zu mir rauf bitte, vom Unterbieler Berg, Christine, von der Alpe Sorg Maria, von der Unteren Reiterwanne Cornelia, von der Sorg 2 Daniela, von der Vorderkölle Karin und von der Schnitzler Alt Ann-Kathrin. Kommt doch bitte zu mir rauf. Thank you.
Wo ist denn Maria von der Sargois? Hat die den Handschuh wieder zum Schaffen geschickt? Maria Felten und Daniele, die muss sich entschuldigen von der hinteren Sorge. Wo ist Maria? Ja, Hans, wo hast du die Hitta? Hans, ich würde jetzt ja sagen, kommst du rauf und nimmst den Strauß stellvertretend, das würde aber das Bild ein bisschen zerstören, gell? Also, an euch ein ganz ein herzlicher Dank. Schön, dass ihr so gehörig auf dem Berg mitschaut. Und jetzt kommen wir zu einer Sonderschale. Die wird nämlich jedes Jahr von der Engelbrauerei spendiert. Felix, herzlichen Dank dafür. Und wir haben ja die Schale bisher, die wir verteilt haben, sind Hentierte gekriegt. Und wir haben jedes Jahr eine Schale, die an einen Altmeister geht. Und zwar ist dieses Jahr der alte Schnitzlertal dran. Ich darf den Altmeister Peter Herz auf die Bühne bitten, dass er die Schale für den Berg in Empfang nimmt. Sonderschale von der Engelbrauerei. Also, heuer geht Sonderschale von der Engelbrauerei an den Alpe Schnitzlertal mit dem ersten Altmeister Herz Peter und dem zweiten Alvin Schwarz statt Undadetta. Ja, und jetzt haben wir da noch einen Blumenstrauß und den kriegt unser Festwirten, dass er das so super toll gemacht hat. Lubi, komm mal bitte zu mir rauf. Neue von der Engelbrauerei und die Lubi Riedmüller. Ein toller Applaus für die beiden, dass sie das gemacht haben und du das. Super toll. Vielen Dank, Holen. Ui, zwei, der zu ihr nicht so gut aussehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dazu darf jetzt Christine Haslach, die Vorständin vom Trachtenverein, und der Peter Guckemus auf die Bühne bitten. Und Christine hat Niklas Zettler dabei, der Bräu von der Zettler Brauerei. Der hat den Maibaum nämlich in diesem Jahr spendiert. Also der ist dafür verantwortlich, dass man überhaupt Versteigerer kennt. Und ich bitte jetzt den zweiten und dritten Bürgermeister zum Versteigern mit drauf. Die zwei haben sich jetzt anscheinend irgendwie verdruckt. Die suche ich nochmal. Dann kommen. Die sind nicht mehr da, die zwei. Die sollten eigentlich versteigern. Jörg, dann darfst du raufkommen und du versteigern. Wir fangen ganz vorsichtig mit, damit viele mitmachen, mit 250 Euro an. Die wird jeder im Sack haben, nehme ich an. Dann legen wir los. Also, zur Versteigerung steht der wunderschöne Maibaum, zu sehen auf unserem Taufplatz. Habe ich ein Gebot für 250 Euro? Wer zeigt? Der Herr im blau-weißen Hemd, Dankeschön. Da sind wir bei 300. Carina, 350. Dankeschön. Carina mit 350, jawohl. Schauen wir mal. Ist da jemand da, der sich traut und mutig ist? Wenn nicht, dann fangen wir mal an mit 1250 zum ersten, 1250 zum zweiten und 1250 zum dritten. Dankeschön. So, der Maibaumsteigerer darf oder muss was sagen. Er darf sich selber schnell vorstellen und sagen, was er tut und wie er zu der Ehre gekommen ist, den Maibaum einzusteigern. Bitte schön. Ja, Martin Meidel, ich habe heute die Ehre gekriegt, den Maibaum für mich zu holen. Ich habe jetzt wenig Brennholz zu holen. Also ich bin bei der Oberalbau Geschäftsführer und wir haben dieses Jahr eine schöne Baustelle gehabt in Wartach, die Stützmauer an der Kirche oben, die jetzt auch fertig war ist und mich freut es, dass ich heute da bin und dass es mir gereicht hat und die den Maibaum gekriegt haben von euch. Danke. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Es ist ein gutes Werk. Es kommt hauptsächlich der Jugend zugute. Vielen Dank dafür. Ich fahre zu der Wurzelader herkommen. Irgendwas
zum Essen hat er. Ja, ich bedanke mich für Ihr Dasein, für Ihr Kommen. Trinken und essen noch gern, bleiben gern hocken bei Musik und Gesang und sind friedlich. Und auf der mal so zwischendurch auch über den Krämermarkt laufen, wo da sind. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen und bei allen Spendern. Und Musik und Trachterverein darf sich freuen, der Herr Meidl hat die Summe vom Mai beim Einsteigern noch auf 1500 erhöht. Also nehmen Sie sich ein Beispiel drauf fürs nächste Jahr. Ja. Vielen Dank für euer Engagement und noch einen schönen Scheid. Für Gott miteinander. In der Lachshose unser Daniel Wüsen Daniel Stein mit seiner Kamera, sie können uns anschauen und mit dem Viehschein und der Landnacht TV. Ja, das war Seite. Aber der Daniel wird immer wieder die Landnacht. Danke Daniel, dass du das Video machst. Ich hab die Frau, die ist aber nur ein Fisch.
An kleine. An gute. Also kleine in kleine, an gute. We'll be right back.
Thank you.